geen horror die challenge. Ich habe unbedingt gegen den Juan wollen gewinnen. Aber ich gewinne sicher nicht bei etwas, wo man etwas muss kochen. Oh. Radio Dreifach. Agnes, Fies und Juanita, ich habe euch heute versammelt für eine Challenge. Ihr wisst bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was ich in Challenge werde sein. Ich werde es euch jetzt erklären. Ich muss euch hier auch mein Telefon vornehmen und noch einen Timer einstellen. Ihr habt nämlich jetzt gerade 15 Minuten Zeit. In diesen 15 Minuten müsst ihr das Gericht zubereiten. Mit dem, was im obersten Fach vom Kühlschrank ist. Pasta, Brot, Reis. Das dürft ihr noch brauchen. Es gibt aber natürlich auch Kriterien. Die Kriterien sind zuerst einmal, wie sieht eigentlich aus, was ihr nachher zaubert habt. Kriterium Nummer 2, ist es überhaupt fertig? Kriterium 3, wie kreativ sind ihr gesehen? Und das vierte Kriterium, das nenne ich jetzt mal Jamie Oliver Kriterium. Ihr müsst bewerten, könnt ihr Jamie Oliver im Kochbuch aufnehmen. 15 Minuten laufen ab jetzt. Uff. Challenge ist, zum obersten Kühlschrankfach etwas zu machen. Das ist Eier, das ist super. Eier, Erdbeere. Das ist mal super. Das Mittagessen vom Chinesen. Oh mein Gott, das wird jetzt schwierig. Reis kann ich nicht kochen, ich sage immer Reis. Das sind Kohlenhydrate vom Teufel, das geht nicht. Darum Pasta. Schauen wir mal, was das oberste. Blumenkohl bringe ich fix nicht in. Es ist aber peinlich. Wir machen etwas mit dieser Peperoni. Da hinten habe ich noch Butter. Ja, die Auswahl sieht nicht super aus. He? Sehr schlechtes Bier haben wir da noch. Das können wir nicht brauchen, vielleicht Butter. Shit. Ja, nein, das ist wirklich ganz übel. Also Curry. Ah, Reis-Curry könnte ich vielleicht noch. Mit Butter und Käse? Nein, das geht auch nicht. Oder geht das? Kokosmilch ist da unten. Richtiger Scheiß. Fuck, ich glaube, ich mache... Scheiße, ich weiß wirklich nicht, was machen. Ich habe da noch Pasta-Reste. Wenn ich das drunter mische, es ist ein bisschen cheap, aber ich habe da nicht so viel mehr. Das Mittagessen von heute wird jetzt in Challenge gemacht und Nacht. Erdbeere und Eier. Ich glaube, es wird etwas Gutes. Ich habe gerade... Ich habe viel zu fest Freude. Ich habe hier noch Joghurt. Und ich habe gerade gelesen, dass wir so eine Joghurt-Zitronensauce machen. In dem Fall gibt es Pasta mit Joghurt und Zitrone. Ich habe mich jetzt entschieden, ich mache etwas Spaghetti-mässiges. Also viele Optionen habe ich wirklich nicht. Butter. Ich weiss nicht, ob Gina etwas von Salz gesagt hat. Ich tue es jetzt mal nicht würzen. Aber ich habe ja Zambalölek. Von dem her eigentlich alles, was ich brauche. Wenn ich das Zitronen-Joghurt-Ding mache, bin ich auch mega froh, weil dann bin ich nicht zu cheap und brauche die Reste da. Gina hat gesehen, wir haben etwa 3 Minuten, das heisst, ich muss Gas geben. So, mein Essen ist jetzt am Kochen und das Auge isst bekanntlich mit. Ich tue nachher hier mein Essen rein und das Ganze nachher noch mit der Erdbeere zieren. Also, mein Plan funktioniert gar nicht. Ich muss trotzdem die Pasta-Reste nehmen, weil mein Pasta-Wasser, das ist nicht am Kochen. Das sieht wirklich sehr chillig aus. Boah. Das kann ich nicht. Schöpfen kann ich wirklich pur nicht gut. Mein Gericht ist fertig. So, ich bin fertig. So sieht es aus. Also wirklich perfekt. Fertig, Gina! Wunderbar! 3 Sekunden. Agnes, Juanito. Und die Zeit ist abgelaufen. Das gibt selbstverständlich Punkteabzug. Komm, Juanito. Ah, jetzt. Agnes, tipptopp. Kriterium Nummer 1. Wie sieht es aus? Also, ich kann Punkte vergeben von 1 bis 10. Ich würde sagen, ich gebe dir so etwa ein 7. Ich habe ehrlich gesagt schon ein gegessen und wieder verdaut und nochmal rausgelassen. Ich kann eben ich setze ein bisschen auf die Bowl Aesthetic. Du hast eine schöne Bowl. Darum, ich hätte dir eigentlich etwa 2 gegeben. Ich gebe dir jetzt ein 4. Ich muss sagen, das ist, was ich für eine Ästhetik erwartet habe. Ich gebe dir 9 von 10 Punkten. Kreativität. Ich muss sagen, Agnes, das ist so Bünzli Picknick essen. 3 von 10. Dann der Fisu. Ich habe es verschnitten, dass ich es mit der Gabel essen kann. Okay, ein Punkteabzug. 3 von 10 Punkten. Erdbeere und Thai essen. 6 von 10 Punkten. Wie fertig ist euer Gericht? Ich gebe da allen 10 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir aber Jamie Oliver Kategorie. Das dürft ihr selber bewerten. Ich finde es wirklich eher chillig. Also es wäre jetzt wirklich etwas, was ich wieder mal machen würde für mich. Ich weiss aber, dass ich ein mega Banause bin. Darum würde ich nicht sagen, dass der Jamie Oliver das reinnehmen würde. Aber sicher, dass der eine oder die andere das auch essen würde. Darum gebe ich 6.
Ja, ich glaube, der Jamie Oliver hat ja so Jamie Oliver Italian Restaurant. Wo wir Konkurs gegangen sind. Ja, aber trotzdem. Ich finde, das ist ein Standard-Pasta mit Pesto, aber es hat so einen Twist mit so einer frischen Zitronen-Joghurtnote noch dazu. Für mich würde mir auch eine 6 geben. Mein Gericht ist vor allem funktional und ich glaube, der Jamie ist 44 und mit 44 kann man sich auch mal etwas gönnen und auswärts essen. Und darum würde ich mein Gericht nicht per se mies drin tun, aber halt eine Sparte in einem Buch mit auswärts essen. Und darum würde ich mein Gericht halt ins Buch schaffen und darum würde ich einen Punkt mehr geben, wenn wir sehen. Und jetzt immer mal rechnen. Der Fisu sind wir bei 26. Richtig fairer Mitspieler, gell, Agnes? Ja, wir geben uns beide 6. Er hat wirklich die Eier an sich, 70 geben. So einen frechen Sieg beschwang. Agnes, du kommst auf 23 Punkte. Uff, massiver Sieger. Weil er es fertig essen genommen hat, ja. 34 von 40 Punkten. Wieso? Ich muss das noch sagen. Ich finde es völlig okay, Spaghetti zu schneiden. Ich glaube, wir verstehen uns. Ja, ich auch. Absolut, Agnes, absolut. Mann, du bist doch gar nicht mehr. Du bist ruhig, du hast nichts mehr zu melden jetzt.